Moi. Zu Hause ist es eben doch am schönsten. Die Thuner im eigenen Stadion seit der Winterpause ungeschlagen. Auch weil er hier munter trifft. Rich Munsi steht nach torloser Hinrunde mittlerweile bei 10 Saisontoren. Soll Thun auch heute zum nächsten Heimerfolg führen. Beim Gegner aus Basel fehlt neben dem gesperrten Frei auch weiterhin Stammkeeper Omlin. George Nikolic, einst als Leihgabe in Thun tätig, heute wieder im Tor. Und hier gleich mal überrascht von Kollege Riveros. Eieiei, Castromann kommt aber nicht mehr ran. Erster Aufreger nach 10 Minuten. Die anschließende Ecke. Castromann findet Rapp. Ui, Riveros ist da, quasi eine Wiedergutmachung für die Szene zuvor. Basel in der Defensive gefordert. Denn der FC Thun macht das in der Startphase richtig gut. Sein Angriffsspiel nicht ohne. Und das ist Bertone. Nikolic pariert. Er, der zuletzt gegen Lugano gleich 4 Gegentore verdauen musste. Nächster Thun-Standard. Ein Fall für Castromann. Der Ball kommt zu Hefti. Hefti. Oh, Latte. Und dann versucht's Havenaar. Thun macht weiter Druck. Hefti setzt den Ball an die Latte und dann verpasst Verteidiger Havenaar, der zuletzt gegen Servet und Sio traf. Mittlerweile eine halbe Stunde rum. Basel jetzt auch mit etwas mehr Vorwärtsdrang. Hier schließt Van Wolfswinkel ab. Ricky Van Wolfswinkel erstmals seit dem August 2019 wieder in der FCB-Startelf. Der Wind hat ein bisschen gedreht. Basel verbessert. Campo rüber zu Riveros. Riveros drüber. Wenig später ist Pause. Zeit, um die restlichen Spiele unter die Lupe zu nehmen. Weg von der App. Zurück auf den Thuner Rasen, wo die Basler den nächsten Angriff vortragen. Stocker auf Cabral. Cabral. Und dann klärt Stillhardt in Extremis. Heiße Szene im Strafraum des Heimteams. Thun-Trainer Schneider dirigiert mittlerweile deutlich aktiver. Das Spiel seiner Mannschaft hat doch an Inspiration und Wucht eingebüßt. Ein Beispiel, voilà, 63. Minute, Rapp zu Halbherz. Dann wieder der FC Basel, der aktive Riveros verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Oberlin. Dimitri Oberlin, naja, er eben eingewechselt, genauso wie Kemal Adin. Nach 71 Minuten sieht FCB-Verteidiger Alderete aufgrund dieses Foulspiels seine zweite gelbe Karte. Muss runter. Der FCB fortan dezimiert. Die Thuner sogleich offensiv wieder etwas präsenter. Havenaar flankt, Rapp, knapp. Dani und wartet somit weiter auf sein 6. Saisontor. Raps Sturmkollege Munsi bis dato auch eher unauffällig. Bis jetzt. Munsi, kein schlechter Kopfball, aber eben auch kein Tor. Das Ganze nach 79 Minuten. Thuner Schlussoffensive. Der Ball draußen bei Castromann. Zurück ins Zentrum zu Munsi. Munsi muss rein. Rich Munsi, in den letzten Wochen hat er solche Chancen oft verwertet. Heute tut er es nicht. Auch deshalb spielt Thun gegen Basel schließlich unentschieden.